ein Streichholzhaus. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Sehr geehrte Miss Lichtner, bezüglich der Angelegenheit Police-Nummer und dem plötzlichen, warte mal, dem Listen-to von Mr. Louis Jen, Buchwalter, informiere ich Sie mit diesem Schreiben darüber, für alleinigen Anspruchsberechtigten von Mr. Buchholz Abfindung wurden. Weil Sie gefügt finden, Sie einen Check über $20.000, den maximal auszahlbaren Betrag für Klausel 4a. Wenn Sie den Auszahlungsbetrag anfechten möchten, melden Sie sich bitte per postalischer Beilangsbekundung Clance V. Fleming, Schadensprüfer, California, Feuer und Lebensversicherung. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. Okay. I don't accept the settlement. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean, you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. So, benutze Erinnerungseinträge zu lesen, drücke A, um auszuwählen. Also er ist ja... Das zwei Stockwerke, ne? There's got to be more in these files. Okay. Los Angeles. Wer ist der neue Eigentümer? Elysian Fields. Version gegen Verlust und Schaden bis zu $900. So, while an employer. Ah, so steht schon. Okay. Lucian verstarb beim Ausführen einer Tätigkeit. Religion viel zu London, als er das Dach des Hauses, dem er gerade arbeitete, einstürzt. Am Dienstag, 18.30 Uhr morgens, ist er wohl auf die Dachkonstruktion eines Hauses in Normandie Avenue Baugebiet. Als ein Fehler im First Balken diese zum Nachgeben brachte. Zeugen zufolge rutschte Mr. Buchholz aus und versuchte sich aufzurichten, indem er sich an einem Deckensparren festhielt. Dieser brach jedoch. So fiel aus ungefähr 7 Meter Höhe auf den Boden. Sein Fallgewicht führte dazu, dass mehrere Deckenbalken zerbrachen und zusammen mit einem Teil des vorgefällten Dachstuhls nach innen fielen. Später hat sich ergab, dass Mr. Buchholz einen Schädelbruch erlitt, der vermutlich entstand, als er mit dem Kopf auf einem der Dachbalken aufschlug. Die herunterfallenden Holzhälle führten zu schwerwiegenden inneren Verletzungen und er... Er starb ungefähr 10 Minuten nach dem Dacherschutz an inneren Blutungen. Unabhängige Gutachten des First Balkens und Dachstuhls ergaben, dass Mängel am Holz vor der Situation nicht erkennbar waren. Zeugen berichten, dass Mr. Buchholz alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte. Okay. Nach Meinung des Ermittlers war der Tod von Louis eindeutig ein unvermeidbarer. Arbeitsunfall, bei dem Elysian Fields über uns keine Schuld trifft. Die Sicherungssumme der Polizei sollte in vollem Umfang an die angegebenen Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden.
James Lee, leitender Versicherungsermittler, 1. März 47. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. Genehmigt. Okay, da ist nichts Großartiges gefunden hier. Da ja auch nicht. Do you mind if I ask you a couple of questions? Nee. Of course not. Also jetzt ist er der Ermittler, das ist ja auch irgendwie witzig, ne? Jetzt haben wir mal die Rollen getauscht hier. Die richtige Versicherungsauszahlung. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. What are you talking about, Miss Lichtman? This was an industrial accident. How do you know that? Because it says right here in black and white. Do you believe everything that you read, Mr. Carso? Okay. You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. Er soll sie beschuldigen, das finde ich alles so abgefahren gerade ein bisschen. I'm just confused, Miss Lichtman. What's so difficult about accepting this money? I don't like your attitude, Mr. Kelso. That's okay, I'm not selling it. So the roof collapsed, accidents happened. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. There's some kind of intrigue going on here, Miss Lichtman. You're not the agent of a foreign government, are you? I'm a German, Mr. Kelso. We no longer have a government. I'm not a Soviet, unless you have some way of proving differently. Hab ich nicht. Looks like I was mistaken. Okay. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? If you wish to simply interrogate me for your own enjoyment, Mr. Kelso, then I will answer no more questions. Here is my number. Call me when you're prepared to help. You look like you were a big pain in the neck. Now I have a much lower. Oh, just you wait. Magic appear. I'll be in touch. Grown men playing at being boy. Wie der da rausschwingelt. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Okay, jetzt spiele ich ihn. Das ist ja lustig. Viertel nach nur 11. Musik, ne?
ja, muss ich zum Chef hier oder was? Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lickman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think of it. She's the beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Ms. Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that she's a very highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Also was faul. Thanks. Aber sowas von, ne? Da ist sowas von faul. Schlimm, schlimm. Your car, Mr. Kelso. Danke. Thanks, kid. So, wir jumpen mal direkt zu unserem nächsten Ziel. Mein Gott, was da alles mit drin steckt. Aber es ist ja cool, dass wir mal den Ermittler wechseln. Jetzt sind wir von der Versicherungsbranche. Ich hätte gedacht, es geht jetzt zu Ende mit der Polizeistation, aber das ist ja mal eine kleine Wendung, oder? Echt cool, finde ich das. So muss ich sagen, das finde ich echt cool. Das schockt ja dann auch schon wieder irgendwie. So, gehen wir mal hier rein. Portland Cement. Ledger Drive. Und Elysian Fields. Lieferadresse Baustelle und Council Street. Portland Cement, 2 Tonnen. Fundamentsand grob 8 Tonnen. Dritten klassifizierter Zuschlagstoff 16 Tonnen. Zementlieferschein. Okay. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Okay. Hab ich schon gedacht, dass da irgendwas falsch drin ist. Oh, mal hoch da, das Ding. The City Stadt Los Angeles bauen Sicherheitsbehörde. Die Stadt Los Angeles verordnet hiermit gemäß Abschnitt 1, Paragraph 1, der. So. Der. Da kommt schon. Der Bauverordnung von Kalifornien, dass jeglicher Baufortschritt an der Normandie Avenue Siedlung. Der mit dem Vorfall am 8. Sonat unversichtlich abgerissen und das gesamte. Ob der von der Baustelle entfernt wird. Okay. Achtung Bescheid, 20. September 74. Bulldozing and starting again. Was ist das? Legion Fields Aquavenue Wheelchair Memo. To Osterman from Leland. Empfangsadresse? Empfänger Frank Osterman. Von Mr. Leland betreffend Bauverlauf. Verzögerungen werden nicht geduldet. Okay. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Ja. Okay, alle Hinweise, die wir brauchen, haben wir. Hey,
You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. Oh. Oh, okay. Oh Gott, ich war in der Army. Jetzt von mir so welche verpasst. Du meinst? Gefällt dir das? Und jetzt spuck's aus. Bleib liegen, Penner. I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down to the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Blöder Idiot. So, wo war das Haus? Ach so. Mir geschnappt. Muss ja das Haus hinten sein, wo der Dachstuhl fehlt so ein bisschen, ne? Na nö. Ja, vielleicht auch sein. Ich werde den Wagen nehmen können. Okay, in die Richtung. Ich laufe jetzt auch mal hin. Kann ja nicht so weit weg sein. Denke ich mir mal. Oh ja, das sieht schon sehr schrottig aus. Oh, komm ich da nicht hoch? Komm ich hoch doch jetzt. Das wäre ja schon noch ein... Oh. Schönes Elysian Fields Haus. Das Haus fällt down und dann they bulldoze it. What gives here? Ach, guck mal. Da drauf steht, nicht zum Bauen geeignet. Ja, da oder nicht? Not for construction use? Aber kennt mich doch leider nichts. Okay. Weiter oben. Wir werden schon was finden. Das ganze Ding ist echt zusammengestürzt, ne? Also wie schlecht ist denn das? Hier ist glaube ich nichts, von der anderen Seite rum. Let's try to piece this together. That's not right. Ne, stimmt nicht. Keystone Films. Who gets their lumber from a film studio? Okay. Vor. Hey, was für ein Assi? Okay, jetzt ganz einfach. Just when I thought we were starting to get on. Okay, ich habe ihn getroffen. So ein Abpraller gewesen sein. Was ist das denn? So, wir reden mal kurz am Telefon und dann fahren wir zu Keystone Films und gucken, was denn hier alles so faul ist. Kann auch gar nicht wahr sein.
uns hier mit dem ganzen Kram rumärgern müssen. Mein Gott. Jack Kelso, California Fire and Life Investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Okay, also. Wir müssen zu den Keystone Films. Das Ziel ein. Und dann lassen wir uns dahin kutschieren. Krass. Also, wenn immer mehr, verdichtet sich immer mehr, ne? Dass alle mit drin stecken. Das ist schon hart. Hi, Mac. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since 41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Gut, machen wir das halt. Einmal rüberspringen. Also, dann schauen wir uns mal um hier. Das ist ein Pferd. Komm gleich mal mit. Nein, das muss er nicht. Okay, wo wir es hier finden. Hier liegt ja schon mal ganz viel Holz. Das einfach bekommen. Durch. Hier liegt ja schon mal ganz viel Holz rum. Aber es ist nicht das Holz, was wir suchen wahrscheinlich, ne? Doch! Not for structural use. Minderwertig wird nicht für den Bau geeignet. It's one way to keep your costs down. Too bad it won't support a roof. Okay, wir müssen ein paar mehr Hinweise finden. Das reicht uns ja nicht. Was ist das denn? Elysian Baustelle. Wermut Kiefer 2020, Wermut Kiefer 2040. So this is where their lumber comes from? Uncool. Gotta be something else around here. Wonder what's left in the buildings. Wie kommen wir in den Häusern rein? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo einen Eingang finden. Da müssen wir hochkraxeln. Können wir nicht hoch? Ja, ich hab's gemerkt. Kommen wir auch nicht rein. Da ist aber Screening Room. Da gehen wir da nochmal rein.
kleiner Film. Achso. Okay. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GIs. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's vice president of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now, that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. Takes a long time to raise $3 billion. I need to find a game well or a telephone. In a great day for the future of Los Angeles, okay. Civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development. Warum wurde das so komisch gefilmt, dass die Leute einfach mal drauf sind mit allen ihren schlechten Sachen? He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. Such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism. Very true. Oder. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well okay, das bringen Sie sich weiter. In the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker oh, wir müssen ein Telefon suchen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht gleich. Der hat definitiv ein Telefon bei sich in der Hütte hier. Müssen wir mal kurz benutzen. Ja, da. Operator, think you could put me through to police dispatch? Thanks. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson? Are you part of the Suburban Redevelopment Fund?
Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lichtman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lichtman or Luke Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. You can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thanks, ma'am. Uiuiuiuiuiui, tief verstrickt sind sie alle in diesem Fall. Gut, wir werden mal gucken, ob wir den Blue Room gleich aufsuchen können. Also heute Abend. Was passieren soll, weiß es nicht. Gucken wir mal. Die blöde Ladezeit abwarten hier. Oh, das geht schon gleich weiter. The Blue Room. Nein. Ja. Don't suppose I'll make a plea, 'cause baby, you know I'm guilty. Coole Kamerafahrt. Das ist wirklich cool gemacht, oder? What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risks. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help. He hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Das wird ja noch spannend. Mann, nehmt euch ein Zimmer. Na gut, schauen wir uns mal um, wie es morgen weitergeht. Für heute sage ich schon wieder Tschüss. Danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao.